brauchen wir überwiegend privat organisierte Medien oder sollten wir darüber reden, wie zum Beispiel große soziale Bewegungen ihre eigenen Medien aufbauen? Die Gegend dort in Nord- und Ostsyrien, dort kann man relativ gut und frei als Journalist und Journalistin berichten. Im Vergleich natürlich zum Assad-Regime, im Vergleich zu dem AKP-Regime, aber auch im Vergleich zu Südkurdistan oder Ostkurdistan im Iran. Es ist nicht so wie im Westen, dass sie meistens im Privatbesitz sind, sondern dass sie eher politischen Akteuren gehören. Also auch viele Medien zum Beispiel zum Umkreis der kurdischen Freiheitsbewegung gehören, die Journalistinnen und Journalisten auch recht überzeugt sind von der Sache oder von der Revolution in Rojava. Also ich glaube, es ist ein sehr westliches Verständnis von Journalismus zu sagen, die Menschen sind nicht unabhängig dort oder die Journalisten sind nicht unabhängig oder nicht objektiv. Ich meine, die meisten Journalistinnen und Journalisten, die dort berichten, sind Kurdinnen und Kurden. Sie erfahren am eigenen Leib, was es bedeutet, kurdisch zu sein. Und dann zu sagen, euer Journalismus ist nicht objektiv, nicht neutral, ist falsch. Ich würde generell in Frage stellen, ob es einen neutralen Journalismus gibt. Deutschland und die Türkische Republik sind sehr, sehr eng verbündet, sind seit Jahrzehnten geostrategisch, aber auch wirtschaftlich und militärisch auf einer Linie. Und deshalb findet Berichterstattung darüber, was mit den Kurdinnen und Kurden dort gemacht wird, beziehungsweise Journalistinnen, die Kurdinnen sind und über das, was den Kurdinnen angetan wird, berichten, nicht so wirklich statt. Man ist, also es gibt ja generell den Vorwurf, dass Journalismus vor allem die Positionen und die Einstellungen der Regierenden und auch der Herrschenden wiedergibt. Das gibt es sozusagen in Deutschland, aber es auch ganz stark in der Türkei so. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigen Gründe, warum man über den eigenständigen kurdischen Journalismus, den es gibt in Kurdistan, sehr, sehr wenig berichtet. Dass, wenn die Polizei eine Pressemitteilung veröffentlicht als staatlicher Akteur, das sozusagen für bare Münze genommen wird, ohne zu sehen, dass die Polizei ein Akteur ist, der auch gewisse politische Interessen hat. Und das Gleiche ist der Fall, wenn es um staatliche türkische Quellen geht. Da, das nimmt man eher zur Hand als zum Beispiel von einem Journalist, der Kurde ist, der vielleicht auch Beziehungen zur kurdischen Freiheitsbewegung hat und aus einem Kriegsgebiet berichtet. Und ich glaube, man müsste vielmehr diese Quellen auch gleichwertig betrachten und hernehmen. Natürlich nicht das Mediennetzwerk der kurdischen Freiheitsbewegung eins zu eins auf deutsche Verhältnisse umsetzen. Aber über was man sprechen muss, ist erstens die Organisationsform von Medien hierzulande. Also brauchen wir überwiegend privat organisierte Medien oder sollten wir darüber reden, wie zum Beispiel große soziale Bewegungen ihre eigenen Medien aufbauen, um sozusagen auch einen Kommunikationskanal zu haben, neben den Medien wie Bild-Zeitung, Springerpresse, Welt, FAZ und was es sonst noch so gibt. Also ich glaube, worüber wir reden müssen, ist, wie man Medien von unten machen kann, wie wir es schaffen, eine eigene kritische Journalistinnenausbildung aufzubauen, die sozusagen nicht Journalistinnen produziert, die diesem vermeintlichen Neutralitätsgebot und Objektivitätsideal hinterherstreben, sondern die sagen, ich habe eine Positionierung, ich mache die klar, alle können das nachvollziehen und aus dieser Warte berichte ich.